Andreas Stockmann, eine Legende im deutschen Frühfall-Zirkus. Er hat ja, gleich wie ich und mein Bruder das in Österreich aufgebaut haben, hat er das ja in Deutschland aufgebaut. Und das ist ziemlich synchron, das Ganze passiert. Wir waren immer in Kontakt, wir pflegen ja eine lange Freundschaft, die Anfang der 90er zurückreicht. Ich habe mit Frühfall ziemlich spät angefangen. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang Sport gemacht, schon ab 6 Jahre. Durchzieht Sport und Kunst mein ganzes Leben. Frühfall ging bei mir aber erst 1989 los, aktiv dann 1990. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann in 2000 rum die österreichische Szene kennengelernt, die Hyperboss, und seitdem ist das eine Linie, eine Einheit zwischen Deutschland und Österreich. Ein sehr interessanter Mensch, dann wäre Stockmann, ein sehr herzlicher Mensch. Wenn man ihn kennt, denkt man sich, er kann ich nicht was zu Leide tun, aber wenn er dann im Ring steht, schaut er da um und ist wirklich ein gefährlicher Gegner. Sehr guter Kämpfer und es wird sicher ein spannender Kampf werden, mit dem er heute liefern wird. Mein Gegner bei Mozza ist sehr engagiert. Ich weiß, dass er 8 Kämpfe hat. Er möchte die Alten auf ihren Platz verweisen. Aus seiner Sicht ist das außerhalb von Cage. Verstehe ich alles. Mir geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren. Ich will einfach schauen, wie weit meine Technik, wie weit kann ich mich durchsetzen. Und wenn ich verliere, dann hauptsächlich nicht so wie Axel Schulz in seinem letzten Kampf. Ich plane kein Comeback, ich will einfach nur mal kämpfen. Er ist ein Fuchsbaum, was ich sage, er ist absolut cool. Ob er gewinnt oder verliert, er ist ein Sportler und er weiß das. Ja? Er gibt die Einheit und kämpft nicht gegen sein Gegner, er kämpft gegen sich selbst. Er muss sich selbst beweisen. Ich hoffe, wir machen einen guten Kampf fürs Publikum. Mehr will ich nicht. Rock and Roll. Thank you.
wenn ein niemand und in ein Licht und eine Welt steht krumm. Ladies and gentlemen, tonight's free fight legend, Andres Larica, tschechischer Cagefight-Sieger 1998, das ist auch schon eine Weile her, startet für das Iron Fist Gym Vienna. Er ist 84 Kilogramm schwer, meine Damen und Herren. Andreas Larica! Any questions?
Any question? Yet? Yet. Good. Good. Shake hands if you want. Go back to your car. Spektakel ist hier in der Schwarzwaldhalle.